Hey Leute, in dem Video wollte ich euch mal ein bisschen motivieren dazu, einfach euer Leben auszuleben. Macht, genießt euer Leben, das Leben ist kurz und ihr sollt es genießen. Die Leute arbeiten für Sachen, um sich dann Sachen zu leisten. Und wenn sie sich die Sachen dann leisten können, dann sind sie tot und haben nie gelebt. So ein Quatsch. In der Bibel steht schon: Seht die Vögel am Himmel, sie säen nicht, sie ernten nicht und sie leben doch. Und Jesus sagt: Steht ihr nicht über den Vögeln? Denk doch mal nach. Du musst dich wirklich um nichts kümmern. Um gar nichts. Du musst nur wirklich dein Leben leben, genau dein Leben. Ich habe das geilste Leben auf der Welt. Ich wünsche mir niemals, ein anderer Mensch zu sein. Wieso denn? Ich erfahre mich gerade in diesem Körper, mit diesem Leben. Das ist das Geilste, was es gibt auf der Welt. Zeit geht nach einer Zeit weg. Wenn du dich dementsprechend entwickelst, dann ist Zeit, du hast keinen Zeitdruck mehr. Zeit ist eine Illusion, die Mayas haben es schon gesagt. Zeit ist der größte Täuscher überhaupt. Alles findet gleichzeitig statt. Zeit ist nur eine Täuschung. Wozu arbeitest du denn, wenn du niemals leben wirst? Wenn du nie Zeit hast, das Geld auszugeben? Es ist nur ein Beschäftigungstaumel. Es klingt verrückt, aber umso mehr ich geforscht habe, umso mehr ich auf irgendwelche Punkte gekommen bin, umso mehr habe ich herausgefunden, dass das meiste völliger Quatsch ist und dass man heutzutage ja meistens richtig liegt, wenn man einfach das Gegenteil macht. In 95% der Fällen liegst du wahrscheinlich richtig, wenn du genau das Gegenteil machst. Jemand sagt, schau bloß, wenn du die Sonne schlecht für die Augen machst, das ist normalerweise gut. Mach's. Mach genau das Gegenteil. Fleisch gibt Lebenskraft, dann ist es nicht. Weil das Gegenteil ist der Fall da. Von den meisten Sachen, die man gehört hat, habe ich für mich selber rausgefunden, durch Erfahrung, probiert's aus. Es stimmt fast nichts. Es stimmen so wenig Dinge, die dir erzählt werden. Hört auf, Fernsehen zu gucken. Warum hast du ein Programm? Weil du programmiert wirst. Du kriegst was in dein Hirn reingetrichtert, völligen Bullshit. Das ist echt Quatsch, schaut sowas nicht. Genießt das Leben, geht raus und erfahrt die Sachen wirklich. Hockt nicht auf eurer Couch rum. Steht auf. Geht raus. Und erlebt was. Dann genießt. Ich habe nicht mal meine Uhr. Wozu brauche ich eine Uhr? Wenn ich einen Termin habe, dann muss ich mal zum Fenster gehen. Zum Glück habe ich eine Kirche nebendran, da ist eine Uhr dran. Aber wozu brauche ich denn eine Uhr? Leute, ist für alles gesorgt. Kein Tier der Welt muss sich seine Existenz erkämpfen. Der Mensch auch nicht. Deine Daseinsberechtigung, dein Geburtsrecht ist Freiheit. Du kannst machen, was du willst. Du kannst in diesem Körper, in diesem Leben erfahren, was du möchtest. Du bist Mitschöpfer von dem Ganzen hier. Klingt vielleicht alles sehr verrückt. Aber das ist das, was ich für mich rausgefunden habe. Für viele Leute, die noch nicht so weit sind. Ja gut, dann nicht. Wird vielleicht noch kommen. Viele werden vielleicht einfach wegsterben dann. Weil manche begreifen es nie. Die wollen immer in ihrem kleinen, engen Kreis bleiben. Immer in ihrer Komfortzone. Gehen nie raus. Geht raus in die Welt, reist. Entdeckt neue Sachen. Ändert Sachen. Wenn jemand das Gleiche macht wie immer, wie wollt ihr andere Resultate erwarten? Ja, lebt. Peace.